Urheberrecht Getty Image. Serena Williams kämpft bei den US Open um den Einzug ins Finale. Serena Williams strahlte nach dem Viertelfinaltriumph bei den US Open gegen Karolina Pliskova über beide Ohren. Beim souveränen 6:4 und 6:3 gegen die Tschechin gelang der US-Amerikanerin erstmals seit ihrem Comeback nach Babypause im März wieder ein Erfolg gegen eine Top-10-Spielerin und untermauerte zugleich ihren Status als Top-Favoritin beim letzten Grand Slam des Jahres. Im Halbfinale stellt sich der 36-Jährigen nun die Lettin Anastasia Sevastova in den Weg. Die 28-Jährige steht erstmals unter den letzten vier bei einem Grand Slam, hat mit dem Triumph über Titelverteidigerin Sloane Stephens zuletzt aber gezeigt, dass sie durchaus auch Williams gefährlich werden kann. US Open geht für Williams Fluch weiter. Sevastova setzte gegen Stephens auf die Zermürbungstaktik und rang Williams, Landsfrau, mit ihrem starken Grundlinienspiel nieder. Wird jetzt die Tennis-Queen ihr nächstes Opfer? Zumindest war die Vorschlussrunde in Flushing Meadows für Williams zuletzt kein gutes Pflaster. 2015 kam in dieser Runde gegen die Italienerin Roberta Vinci. Ein Jahr später war für die sechsmalige US Open-Siegerin 1999, 2002, 2008 und von 2012 bis 2014 gegen Pliskova Endstation. Die zweite Finalistin ermitteln im Anschluss Madison Keys USA und Überraschungshalbfinalistin Naomi Osaka aus Japan. Nadal nach Marathonmatch gefordert. Am Freitagnachmittag stehen bei den US Open auch noch die Halbfinals der Herren auf dem Programm. Hier wird mit Spannung zu erwarten sein, wie der Weltranglistenersten Rafael Nadal das Marathonmatch im Viertelfinale gegen Dominic Thiem verarbeitet hat. Der Spanier bekommt es auf dem Weg ins Finale mit dem Argentinier Juan Martín del Potro zu tun. Das zweite Semifinale bestreiten der ehemalige Weltranglistenerste Novak Djokovic und Keine Schikori. So können sie die US Open live verfolgen. TV